Der Grund, warum das so stark bekämpft wird, diese sogenannte Desinformation, der ist der, dass es die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit steht nun mal konträr zu dem gewünschten Narrativ, was die Politiker gerne verbreitet haben möchten, und deswegen muss es bekämpft werden. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von ganz alleine. Wann begreifen die Leute endlich, dass sie nach Strich und Faden verarscht werden? Das allererste, was die Bürger machen sollten, endlich ihren blöden Fernseher ausschalten. Solange die Mainstream-Presse und die Mainstream-Medien nicht in der Lage sind, Fragen zu stellen und dann auch die Antwort einfach mal abzuwarten, solange halte ich das auch nicht für nötig, mit denen zu sprechen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich ganz besonders heute auf Christine Andersson, eine Abgeordnete aus dem Europaparlament. Viele Monate habe ich darauf gewartet. Sie ist schwer beschäftigt und auch gut beschäftigt, also wirklich mit Themen, die uns alle betreffen. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie sich die Zeit genommen hat, heute hier bei uns zu sein. Herzlich willkommen, Christine Andersson. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Also ich habe Sie ja verfolgt jetzt die letzten Jahre recht intensiv, und ich muss Ihnen auch erstmal danken für diese Arbeit, die Sie machen, und vor allem, weil Sie das immer wieder auch auf den Punkt bringen, dass Sie sagen, es geht um den Volkswillen. Ja, ich meine, das Wort Volk darf man ja kaum noch sagen, aber das finde ich natürlich fantastisch. Sie haben sich natürlich auch sehr, sehr stark gemacht in der Zeit, mit dieser, sagen wir mal, Plandemie. Ja, ich nenne die immer Plandemie, weil wir inzwischen so viele Fakten kennen, dass wir das auch durchaus sagen können. Vor allem auch mit Pfizer, mit der Frau von der Leyen und im EU-Parlament. Also Sie haben so viele Dinge gemacht, dass ich jetzt einfach mal erstmal auf Sie persönlich eingehen möchte. Ja, als Frau auch Sie sind Mutter von 3 Kindern. 2013 sind Sie in die AfD eingetreten. Seit 2019 sind Sie im Europaparlament. Wie geht es Ihnen eigentlich als Mensch und als Frau seit 2019 mit dieser Arbeit in diesem Parlament? Ihr habt ja da mehrere, glaube ich, Brüssel und dann noch in Frankreich und hin und her. Wie geht es Ihnen persönlich mit dieser Arbeit, die Sie dort tätigen? Mir geht's saugut mit dieser Arbeit. Also nein, es ist wirklich, es ist in Teilen schon sehr fordernd und auch in Teilen mal ein bisschen stressig. Aber ich gehe auf in dieser Arbeit. Ich glaube wirklich, dass ich hier einen sehr, sehr wichtigen Beitrag leiste, um Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen. Inzwischen muss man ja fast sagen, wiederherzustellen, denn in großen Teilen sind wir ja dessen auch schon verlustig gegangen. Also ich brenne regelrecht für diese Aufgabe, für diesen Job. Und insofern, es könnte mir wirklich nicht besser gehen. Es füllt mich auf, und ich liebe diesen Job. Ich liebe ihn wirklich. Ich glaube auch, dass es die notwendige Voraussetzung ist, sonst würde man diesen Druck, glaube ich, nicht aushalten. Sie hatten ja eine Gruppe zusammen erstellt mit mehreren verschiedenen Abgeordneten aus verschiedenen Ländern. Ich befinde mich gerade in Rumänien übrigens, das ist mein Heimatland, und ich überlege, ob ich hier bleibe oder nicht. Und Christian Terhesch ist auch in dieser Gruppe drin. Da sind noch mehrere drin. Ich glaube, 5 oder 6 Leute, inzwischen mehr, ne? Oder wie nennt sich diese Gruppe? Wir waren 4. Da muss man sich überlegen, 4 von 705 Abgeordneten. Jetzt sind es 4, nur 4 waren es, ne? Aber wir jetzt sind es, glaube ich, mehr, ne? Ja, also die jetzt aktiv mitarbeiten, inzwischen sind es so 12. Es gibt im Hintergrund noch ein paar, die möchten halt nicht öffentlich da in Erscheinung treten, aber im Hintergrund arbeiten wir da schon zusammen. Also das läuft eigentlich ganz gut. Aber das war bitter nötig. Und wir haben das ja zu einem Zeitpunkt gemacht, da war das ja überhaupt noch nicht bei den Leuten angekommen, was da eigentlich passiert. Ja? Aber es war so überwältigend,
dann die Resonanz zur Kenntnis zu nehmen. Und da ist mir wirklich zum ersten Mal, glaube ich, auch so richtig klar geworden. Deren Spiel besteht ja darin, die Leute glauben zu lassen, sie seien völlig isoliert mit ihrer Meinung, völlig alleine, völlig durchgedreht und überhaupt, ja, also wie könnt ihr sowas denken, geschweige denn überhaupt nur sagen. Und das wurde dadurch durchbrochen. Ja. Jetzt standen da plötzlich vier Abgeordnete und die haben bei dem Scheiß einfach nicht mehr mitgemacht. Und haben einfach Dinge ausgesprochen, die viele insgeheim dachten, aber sich auch nicht getraut haben auszusprechen. Da wird man ja isoliert in der Gesellschaft, man wird schief angeguckt und das sind ja alles Dinge, die passiert sind. Und ja, also diese Resonanz, die wir da erfahren haben, die war wirklich derart überwältigend. Aber das ist genau das gewesen, was wir als Abgeordnete natürlich auch brauchen. Wir brauchen die Rückmeldung von den Bürgern. Sollen wir das überhaupt machen? Sind wir hier auf dem richtigen Weg? Vertreten wir damit eure Interessen? Und diese Resonanz und diese Rückmeldung, die hat es unzählbarer Weise gegeben und immer wieder. Und ja, das hat uns natürlich unsere Arbeit auch erleichtert und hat natürlich sehr dazu beigetragen, dass es eine großartige Arbeit war. Also, wenn ich das so zusammenfassen darf, es ist im Grunde schon ein kleiner Aufruf auch, dass die Leute doch noch mehr mitmachen. Also, dass die Bevölkerung, dass die Bürger sagen, also ich habe daraus gehört, das tut erstens tut es ihnen gut, wenn sie auch mal, sagen wir mal, Lobworte kriegen und auch einfach erfahren, gehe ich in die richtige Richtung mit dem, was ich hier fordern möchte, oder bin ich wirklich nur eine Minderheit? Weil wenn sie sagen, vier Abgeordnete von über 700. Es entspricht das ja eigentlich nicht der Abbildung, die wirklich in den Bürgern ist. Nämlich eigentlich sind es 20 bis 30%, die sich da auf die Straßen begeben haben in ganz Europa. Aber warum sind das dann nicht auch um die 20% der Abgeordneten, wenn das das abbilden sollte im Parlament? Das verstehe ich nicht ganz. Ja, Wissen Sie vielleicht, warum? also ich würde mal sagen, in etwa kommt das schon hin. Aber viele meiner Kollegen legen halt sehr viel mehr Wert darauf, ihrer eigenen Partei zu gefallen, um ihren Listenplatz für die nächste Wahl nicht zu gefährden. Und da vernachlässigt man dann halt gerne mal oder übersieht gerne mal den Bürgerwillen. Und wie gesagt, der Bürger wählt uns zwar letztendlich, aber die Entscheidungen treffen ja die Parteien. Und gerade die Altparteien, und ja, ich nenne sie Altparteien, da ist das System und die Strukturen sind da inzwischen so verfestigt und so korrumpiert im Prinzip auch, die können sich's eigentlich, also ein kleiner Abgeordneter kann sich's da eigentlich gar nicht mehr leisten, wirklich den Bürgerwillen zu vertreten, ohne von der Partei dann direkt abgestraft zu werden. Und diese Beispiele gibt es ja. Ich bilde mir das ja nicht ein. Ich nenne da zum Beispiel Klaus-Peter Wiltsch. Das ist ein CDU-Politiker. Und er wird halt immer direkt gewählt in seinem Wahlkreis. Denn auf der Liste der CDU befindet er sich schon lange nicht mehr. Er hat damals gegen diese ganzen Rettungspakete, die nach Griechenland geflossen sind, da hat er sehr klar Position dagegen bezogen. Und wie gesagt, er wird dann von der Partei abgestraft. Listenplatz hat er keinen mehr gehabt. Und man hat ihn auch vom der hatte den Vorsitz des Haushaltsausschusses im Bundestag, da hat man ihn auch abgezogen. Oder wir reden von Schäffler von der FDP. Der hat damals auch sehr klar Position gegen diese Rettungspakete bezogen. Und ja, die spielen dann halt in der Partei keine Rolle mehr. Und wie gesagt, wir vier Abgeordnete, wir haben gesagt, nein. Also wir hatten ja auch die Fakten lagen ja auf dem Tisch. Ja, und wir haben gesagt, das kann so nicht weitergehen. Und also ich persönlich, ich wusste ziemlich sicher, das ist das Richtige, was ich hier jetzt mache. Ja? Und ganz ehrlich, mir war es dann auch egal, ob ich damit meiner Partei jetzt in Ungnade falle. Aber ich werde ja nicht von meiner Partei bezahlt. Ich werde von dem deutschen Volk bezahlt. Und ja, ich sage auch das Wort Volk. Und ich ermutige auch alle,
das Wort Volk sehr selbstbewusst zu vertreten. Es steht immerhin im Grundgesetz. So, Ja, das also heißt, ich habe Volk bezahlt und demzufolge habe ich auch dem deutschen Volk zu dienen und sonst niemandem. ja, also ich finde das toll, dass man, also ich bin ja auch so eine starke, emanzipierte Frau, ja, Sie sind Jahrgang 68, ich bin 72. Damals, denke ich, sind viele starke Frauen entstanden in der Zeit, ja. Neulich haben Sie eine Rede gehalten, ich glaube, das war im Mai, am 2. Mai im Europaparlament, bei diesem internationalen Covid-Summit war das, glaube ich, am 2. Mai. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, Kompliment für diese Rede, die werde ich auch hier kurz einblenden. They want you to wear a mask? Say no. They want you to put in another mRNA shot? Say no. They want to impose a curfew on you? Say no. That's really all you have to do. And might not be, or it might sound a little hard, but it's actually not that hard. Because once you've made it clear to them that you will no longer go along, once you've let them know they cannot scare you anymore. Because as long as you're afraid of what they might do if you don't comply, they have power over you. Take the power away from them. Simply say no. Once you do that, they don't have power over you anymore. You will feel so free. Simply say no. And considering what we've heard today, and considering what we've seen in the last 3 years, considering what we know they want to implement, heck, you might even be well within your right to tell them to screw themselves and go to hell. That's where they belong. Sie haben was vorgeschlagen, was ich fantastisch finde. Ja. Sie haben gesagt, wenn die euch zwingen, dann geht doch mal hin und sagt, geht doch zum Teufel. Und wissen Sie, warum ich das gut finde? Weil es nicht im Strafkatalog ist. Das heißt, wenn man Arschloch sagt oder sage, ihr Wichser, dann kriegt man eine Geldstrafe. Nur wenn man aber jemandem sagt, und da trifft man, und wir sind nun mal in einer christlichen Region hier, und jeder hat, ist auch gottesfürchtig, mehr oder weniger, auch wenn viele glauben, sie glauben nicht mehr an Gott, ja. Und ich glaube, dass diese Wirkung, als sie das gesagt haben, da habe ich einfach nur gesagt, absolut richtig. Weil das geht gleich ins Herz, in die Magengrube desjenigen, dann geh doch zum Teufel. Das berührt, das stockt erstmal, ist nicht im Strafkatalog beinhaltet und sagt alles aus. Ja, wie kamen Sie überhaupt darauf, also das zu sagen? Gehen Sie doch zum Teufel. Das kam auch von hier. Das kam direkt. Also es gibt so gewisse Situationen. Ich weiß manchmal vorher gar nicht, was ich jetzt genau sage. Ich habe so ein grobes Konzept, ja. Aber das sind dann wirklich da bin ich zu 100% in genau dieser Emotion jetzt drin. Und das fühle ich dann auch. Und dann sage ich es. Und dann sage ich es auch. Also Ja. das fand ich fantastisch. Also gehen wir aber mal darauf ein, weil das ist natürlich ein heftiger Vorwurf. Ja, jetzt gehe ich mal ein bisschen kritisch das an. Sie sagen biomedizinische Tyrannei. Ich denke, da gibt es ganz viele von Ihren Kollegen, die sagen, haben Sie sie noch alle? Was meinen Sie denn damit? Was ich damit meine, ich weiß nicht, ob ich den Begriff biomedizinische Tyrannei benutzt habe. Ich würde da nicht sagen, dass das nicht zutrifft. Aber genau das war es doch im Prinzip. Es ging ja bei diesem ganzen Wahnsinn, es ging ja nie darum, es ging nie um die öffentliche Gesundheit. Es ging auch nie darum, irgendwelche Wellen zu brechen. Es ging immer nur darum, Menschen zu brechen. Die Bürger zu brechen. Die wollte man einfach zu ja, gehorsamen Untertanen machen, die einfach alles tun, was man von ihnen verlangt und bloß nicht aufmucken und auch nichts in Frage stellen. Es ging ja hier immerhin um Milliarden und Abermilliarden, die man der pharmazeutischen Industrie da in die Kassen spülen wollte.
Und da kann man eben so kritische Bürger nicht gebrauchen, die da auch noch komische Fragen stellen. Ist das überhaupt sicher und ist das überhaupt getestet? Und also, die wissen ja selber, wie das gelaufen ist. Aber darum ging es. Und zum ersten Mal, also zumindest in dieser massiven Art und Weise, haben sie auch sie haben ihre hässliche Fratze gezeigt. Und zwar Grundrechte wurden zu Privilegien gemacht, die die Regierung eben ausgibt oder zurückbehält, je nachdem, wie sich der Bürger verhält. Und davon wurde es abhängig gemacht. Das hat aber mit Demokratie nichts zu tun. In einer Demokratie ist der Bürger grundsätzlich der vernunftbegabte Entscheidungsträger, der sich für seine Entscheidung auch nicht zu rechtfertigen hat. Aber was passiert, wenn der Bürger einen Willen äußert, dann wird er sofort behandelt wie ein ungezogenes Kind, wird gescholten von den gewählten Repräsentanten des Volkes, wohlgemerkt, deren Aufgabe es doch ist, den Volkswillen umzusetzen. Es ist nicht deren Aufgabe zu hinterfragen, was der Volkswille ist. Sie haben diesen Volkswillen einfach nur umzusetzen. Aber das passiert doch längst nicht mehr. So, also wie gesagt, ja, das sind dann einfach diese Dinge. Es ist so pervertiert worden in dieser Covid-Zeit, vieles. Denunziantentum ist wieder salonfähig. Es gab viele Leute, die hielten es für ihre oberste Aufgabe, genau zu beobachten, wie viele Leute der Nachbar denn zum Abendessen da am Tisch sitzen hat. Ja, und dann natürlich sofort die Polizei oder Ordnungsamt zu verständigen. Und das sind Dinge, die hatten wir in Deutschland schon mal, zweimal sogar, einmal in den 30er Jahren und dann in den östlichen Bundesländern immerhin 40 Jahre lang. Und das wollen wir jetzt wieder haben? Also ganz ehrlich, ich will das nicht. Also es wird immer enger, Frau Christine Andersen, und deswegen brauchen wir natürlich Menschen, die sich für die Bürger einsetzen. Ja, selbst ich habe jetzt ein Schreiben bekommen diese Woche, dass mein Telefon letztes Jahr, weil ich mit jemandem ein Interview geführt habe, ja, mein Telefon durchspäht wurde. Und ich meine, ich muss sagen, wo sind wir gelandet, wenn ich als freie Journalistin jetzt beschattet werde, weil ich mit Politikern oder mit anderen wichtigen Menschen aus der Gesellschaft ein Gespräch führe? Wir werden immer weiter zensiert, und Sie haben ja jetzt auch erst letzte Woche oder jetzt findet doch diese Abstimmung statt über die freie Meinungsäußerung, wie heißt denn das genau? Das Medienfreiheitsgesetz, genau. Das Medienfreiheitsgesetz. Was ist es genau und was befürchten Sie, was da passieren kann? Ja, es ist im Prinzip, wird hier natürlich auch wieder unter Vortäuschung, dass man nur das Beste will, wird hier einfach die Zensur legitimiert und in Gesetzesform gegossen. Also es geht da natürlich um Hate Speech, was man nicht mehr haben will, ist ja auch böse. Aber wer definiert denn bitte, was Hate Speech ist? So, da geht es doch schon los. Was ist Disinformation? Was ist Desinformation? Ja? Wie gesagt, warum muss der Staat überhaupt darüber wachen, dass keine Desinformation verbreitet wird? Wäre es wirklich Desinformation, dann würde doch jedem vernunftbegabten Bürger klar, das ist doch Blödsinn, was da erzählt wird. Nein, aber der Grund, warum das so stark bekämpft wird, diese sogenannte Desinformation, der ist der, dass es die Wahrheit ist. Aber die Wahrheit, die steht immer konträr zu dem gewünschten Narrativ, was die Politiker, gewählten Repräsentanten gerne verbreitet haben möchten. Und deswegen muss es bekämpft werden. Und das ist halt insofern interessant. Nur die Lüge braucht die Stütze der Staatsgewalt. Die Wahrheit steht von ganz alleine. So. Aber wer entscheidet denn über die Wahrheit? Bitte? Bitte? Wer entscheidet denn da eigentlich über die Wahrheit? Ja. Wer ist das? Das ist ja nicht das Europaparlament. Das ist ja auch nicht das deutsche, der deutsche Bundestag. Das hätten die gerne. Das hätten die doch so gern.
Wie gesagt, wie soll man denn, wenn man es jetzt mal auf Deutschland bezieht, wie soll man denn 82 Millionen Menschen davon überzeugen, sich bitte einen mRNA-Track spritzen zu lassen? Wenn es da so kritische Stimmen gibt, die sagen, das ist nicht getestet, wer weiß, was in dem Körper passiert und. Das kann man nicht gebrauchen, weil das gefährdet ja wieder die Milliarden und Abermilliarden, die man der pharmazeutischen Industrie da in die Taschen spülen wollte. Ja? Also nochmal, die Wahrheit steht von alleine. Es ist die Lüge, die die Stütze der Staatsgewalt braucht. Und das sehen wir permanent. Der ganze Klimawahn, der jetzt die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Ja? Also 98% aller Wissenschaftler sind sich ja einig. Und da frage ich mich, haben die da eine Liste? Zählen die da ab? Wie viele Wissenschaftler sind jetzt dafür und wie viele sind dagegen? Wie kommen die zu den 98%? Frage 1. So, Punkt 2. Wissenschaftliche Erkenntnisse unterliegen keinem Mehrheitsvotum. Punkt. Denn wir wissen, alle wissen wir das, es gab mal eine Zeit, da hat ein einziger Mann entgegen aller Wissenschaftler behauptet, die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums. Einer. Wir wissen heute, der eine hatte recht. Und damals waren sich 99,999% einig, dass es eben die Erde der Mittelpunkt ist. Dieser eine Mann hatte recht. Das heißt nochmal, wissenschaftliche Erkenntnisse unterliegen keinem Mehrheitsvotum. Da wird nicht darüber abgestimmt, was jetzt richtig ist und was falsch. Und wissenschaftliche Erkenntnisse sind eben nur so lange wahr, bis sie falsifiziert werden oder bis jemand das Gegenteil beweist. Aber wenn man nun diese Beweisführung des Gegenteils unterbindet, weil man nämlich Ärzte und Wissenschaftler aus ihren Jobs entfernt, weil sie keine Fördergelder mehr kriegen, für Studien durchzuführen, ja, dann manipuliert man die wissenschaftlichen Erkenntnisse. Und dann wird dieser Satz, follow the science, Folge der Wissenschaft, zu nichts weiter als einer reinen Farce. Und genau an dem Punkt waren wir angelangt. Jeder, der, und ich meine, inzwischen, die Wissenschaftler sind ja alle, es ist bewiesen, sie hatten alle recht, ob das Dr. Bhakti ist, ob das Dr. Peter McCullough ist, ob das Robert Malone ist. Sie hatten alle recht. Aber die Bürger sind belogen worden. Und auf so eine widerliche Art und Weise belogen worden. Und wir sehen das auch in dem Covid-Ausschuss, den es ja hier gab. Der Titel dieses Covid-Ausschusses war Lessons Learned from Covid. Also Lektionen, die wir aus Covid ziehen sollten oder gelernt haben. Der Punkt ist nur der, denen ging es nicht darum, zu gucken, wo haben wir die Bürgerrechte beeinträchtigt? Wo haben wir den Bürgern praktisch ihre Rechte genommen? Was ist mit der ganzen Impfkampagne? Warum haben wir die Leute? Daran waren die gar nicht interessiert. Was die interessiert hat, war, an welchen Stellen haben wir versagt, um die Bürger dahin zu kriegen, das zu tun, was wir ihnen sagen. Nur darum ging es. So, und wenn man sich diesen Verlauf des Covid-Ausschusses anschaut, ungeachtet all dessen, was wir dort aufgedeckt haben, sei es, dass die Vizepräsidentin von Pfizer vor dem Ausschuss zu Protokoll gibt, nee, wir haben das nie getestet, ob das die Übertragbarkeit unterbindet. Und darauf fußten diese ganzen freiheitseinschränkenden Maßnahmen, diese ganze Stigmatisierung, Diffamierung und Einsperrung von Leuten, basierte auf dieser Lüge, dass durch diesen mRNA-Track praktisch die Weitergabe von Covid unterbunden wird. Es stimmte doch gar nicht. Die wussten es noch nicht mal. Aber ungeachtet all dessen, was wir dort aufgedeckt haben, der Bericht ist nicht das Papier wert, auf dem er geschrieben steht. Es wird in diesem Bericht jede einzelne Lüge wiederholt. Das heißt, obwohl wir so viele Dinge dort ans Tageslicht gebracht haben, hat es in diesem Bericht keinen Eingang gefunden, weil
Das wird dann wieder mit Mehrheit abgestimmt. Ja? Da gibt es dann ein paar, irgendwie einen Absatz und da steht dann das drin und dann wird darüber abgestimmt, kommt so oder kommt so rein. Und die Mehrheit haben wir leider nicht. Ja? Das ist eben das Traurige an der Sache. Aber man sollte wirklich meinen, wenn die Fakten auf dem Tisch liegen und die lagen auf dem Tisch, dann müssten doch die anderen gewählten Abgeordneten, die ja auch die Interessen des Volkes vertreten sollten, die müssten sich doch diesen Fakten dann beugen. Aber nein, sie haben es wieder nicht getan und haben stattdessen sich dafür entschieden, doch weiter das politisch gewünschte Narrativ weiter zu verbreiten und weiter zu unterstützen. Nun, Sie haben jetzt auch das Wort Korruption natürlich im Zusammenhang mit der EU da gebracht. Und das ist ja richtig. Wir wissen, wir haben Hunderte, Tausende von Lobbyisten, die da ein- und ausgehen im Europaparlament. Da wird natürlich auch sicherlich auch mal Geld fließen. Ja, es ist ja nicht so, dass das nicht schon passiert wäre. Wir haben doch gerade Katar-Geld. Ja, so, da werden dann eben Abgeordnete geschmiert aus Katar. Das waren ausgerechnet die Abgeordneten, die in einem Ausschuss saßen, um über die Visaerleichterungen für Katar abzustimmen oder das auf den Weg zu bringen und so weiter. Ja, natürlich, das passiert. Klar. Und kenne keine Zahl, aber ich würde, das sind wahrscheinlich nicht wenige. Frau Christine Andersen, glauben Sie, wir können diesen, das ist ja wie so ein Rad, das gar nicht mehr aufhört, so ein Karussell, ja, wann fliegt das eigentlich uns allen um die Ohren? Wir sehen, ich meine, wir haben die Frau von der Leyen nicht wählen dürfen. Ich finde das sehr undemokratisch. Ich meine, wir haben das als Journalisten auch alles schon mal auseinandergefriemelt, wie das überhaupt mit der EU. Nicht nur das, Ursula von der Leyen war doch überhaupt nicht vorgesehen als EU-Kommissionspräsidentin. Richtig. Richtig. Das sollte ja der Manfred Weber sein. Ja. So. 2014 bei der EU-Wahl, da hat man schon mal, das war das erste Mal, dass man dieses Spitzenkandidatenmodell, dass die Parteien das gemacht haben. Und selbst damals hat man ja schon versucht, das war Juncker und Schulz. Und je nachdem, die stärkste Partei soll da den Präsidenten stellen, Kommissionspräsidenten, und der andere würde dann halt Parlamentspräsident. So, und selbst damals hat man ja schon versucht, dann doch andere Personen dahin zu schieben. Da haben die Presse hat damals, das könnt ihr nicht machen. Also das ist ja Verrat am Wähler. Die Person mal, so hat man sich nicht getraut. Diesmal hatte man keine Scham mehr. Wirklich null. So, die Wahl war durch. Manfred Weber ist wieder letzter Trottel, hat den ganzen Wahlkampf bestritten als Spitzenkandidat. Nur um dann direkt nach der Wahl durch Ursula von der Leyen ersetzt zu werden. Und ich sehe ihn noch heute im Parlament stehen. Und das ist übrigens der Zeitpunkt, wo ich jegliche Achtung für diesen Mann verloren habe. Ursula von der Leyen war nun gewählt. Übrigens nicht ohne Zugeständnis an die Grünen zu machen. Dieser ganze Green Deal-Irrsinn, dass das Zugeständnis an die Grünen gewesen. Deswegen haben die Grünen sie dann auch mitgewählt. Also sie war nun gewählt und alle Fraktionsvorsitzenden können dann gratulieren und kurze Rede halten. Und der steht und ringt sich die, ach, ich bin so, so stolz und so froh, aus meiner Partei eine Kommissionspräsident. Ich habe gedacht, mein Gott, hast du überhaupt keine Selbstachtung? Also wirklich, der hat sich da, ich würde das als Waschlappen bezeichnen. Also für mich als Journalistin war das sehr schwer zu verstehen. Ich meine, die Frau von der Leyen hat ja als Verteidigungsministerin ja leider nicht wirklich gepunktet. Dann diese Skandale mit ihren Verwandten, wo Gelder hingeflossen sind. Da war ja auch ein laufendes Verfahren. Und dann auf einmal über Nacht sozusagen, jetzt haben wir eine neue. Und da habe ich gedacht, ja, wo ist denn der Aufschrei? Was passiert denn mit den Abgeordneten? Wie haben die Abgeordneten darauf reagiert? Sie macht doch jetzt dasselbe genau wieder. Diese SMS, die im Austausch mit Albert Bourla, dem CEO von Pfizer, sie weigert sich strikt, diese SMS offen zu legen. Punkt. So, aber ihr Mann hat Deals geschlossen, von denen ihr Mann direkt profitiert hat, weil er in Aufsichtsräten von Firmen saß, die dann davon profitiert haben. Es ist, ich verstehe auch nicht, wann begreifen die Leute endlich, dass sie, ja, ich muss das so sagen, nach Strich und Faden verarscht werden. Wann begreifen sie es endlich? The people have been lied to.
It was a gigantic lie. And on this lie, everything that governments, especially in the Western democracies, did to infringe on people's rights, to take away their freedom, to lock them in their homes, imposing curfews, all of this was based on that gigantic lie. Ursula von der Leyen, EU Commission President, is now under a lot of pressure, and rightly so. The people have a right to know what went on in these contracts with her exchange of SMS with CEO Pfizer Bourla. The people need to know who they can hold responsible and accountable for whatever may have gone on behind the scenes. And things are changing now. Their house of cards is tumbling down, and it is doing so rightfully. And you know what? One more thing, though. I am sick and tired of being called a COVIDiot. And I'd much rather be a COVIDiot than being a guff idiot. Because that's what all these people blindly trust. Aber es läuft ja auch eine Anzeige gegen die Frau von der Leyen. Wie läuft es denn jetzt? Also ich meine, kommen da noch Antworten oder kriegen wir keine mehr? Die Europäische Staatsanwaltschaft ermittelt. Was nicht klar ist, ermittelt sie gegen die Kommission oder gegen Ursula von der Leyen persönlich oder beides? Die Europäische Staatsanwaltschaft, die äußert sich dazu auch nicht. Das ist auch völlig okay. Normalerweise geben die noch nicht mal eine Pressemeldung raus, wenn sie Ermittlungen aufnehmen. In diesem Fall haben sie es aber getan, weil die öffentliche Bedeutung dieses Falles haben sie dann wohl schon gesehen. Das hat eine hohe Bedeutung und da haben sie zumindest darüber Auskunft gegeben, dass sie Ermittlungen aufgenommen haben. Aber wie der Stand ist, das weiß natürlich nur die Staatsanwaltschaft selbst. Was wir nur wissen, ist die Staatsanwältin, die diese Ermittlungen führt. Die ist, ich muss überlegen, die hat in ihrem Heimatland, ich weiß jetzt nicht genau, wo sie herkommt, in ihrem Heimatland auch der Korruption den Kampf angesagt und die hat da einiges zutage gefördert. Also ich bin ganz guter Dinge, dass diese Staatsanwältin, die ist nicht käuflich, die wird da nichts unter den Teppich fegen und auch nichts unter den Teppich kehren und wir können dann eben nur abwarten. Ja, das müssen wir jetzt auch tun. Da Sie ja von der AfD sind, frage ich Sie einfach, wie es denn im Europaparlament zugeht. Denn ich habe vor 2 Wochen mit Peter Bistron gesprochen, dem außenpolitischen Sprecher in Deutschland für die AfD. Wie geht es Ihnen? Werden Sie attackiert? Kriegen Sie E-Mails? Wie sind die Kollegen? Werden Sie daran gehindert, Dinge zu tun? Wie geht es Ihnen im Europaparlament? Es passiert schon, also wenn ich einen Fahrstuhl betrete, dann gibt es Leute, die steigen aus. Nein, ja. Wirklich? Jetzt, wirklich? Das ist Haltung, wissen Sie, die zeigen dann Haltung. Ich flöte dann immer nur fröhlich hinterher, dann musst du halt den nächsten Fahrstuhl nehmen. Also es ist völlig lächerlich. Ja, das passiert natürlich schon. Das hat natürlich an Intensität auch nochmal zugenommen, nachdem wir uns da so klar positioniert hatten, was mit diesem ganzen Corona-Wahnsinn da abgeht. Da sind die Blicke schon auch nochmal heftiger geworden von so einigen Kollegen. Allerdings, und das habe ich besonders freudig zur Kenntnis genommen, die Mitarbeiter hier im Haus, ob das Security ist, ob das das Reinigungspersonal ist, ob das irgendwie Bürokräfte in Abgeordnetenbüros sind, sogar in der EU-Kommission Mitarbeiter. Also die haben mich vom Tage an, wo wir da losgelegt hatten, überaus freundlich begrüßt, mir E-Mails geschrieben, sich bedankt, weil die hatten keine Wahl. Die mussten sich impfen lassen oder sie wären ihren Job losgeworden. So hat man das hier im Haus gehandhabt. Also die waren voller Dankbarkeit, dass da jemand, also wir haben da sehr, sehr großen Zuspruch auch wieder erfahren. Und das muss ich sagen, das war wirklich, das war sehr, sehr schön, diese Erfahrung zu machen.
dass die anderen Abgeordneten uns zwar jetzt noch bissiger anschauen und noch unfreundlicher mit uns umgehen, aber die Leute, für die wir es eigentlich machen, nämlich die einfachen Leute im Haus, voller Dankbarkeit, voller Dankbarkeit. Aber wie schaffen Sie es selber? Ich meine, wir wissen alle, dass die Abgeordneten von der EU ziemlich gut verdienen. Ja, das weiß man. Vor allem von dieser Partei bei uns. Wie heißt sie denn, die da mit dem Sonneborn? Die Der Partei. sagt, genau, die Partei, genau. Und der sagt ja immer, wie viel er kriegt und mit wem er das alles teilt und so weiter. Also ist ja gut, die sollen ruhig verdienen. Ich finde, Sie zum Beispiel machen eine sehr, sehr gute Arbeit und man sieht, wie viel Sie unterwegs sind, um Ihre Meinung da auch weiter zu vertreten. Das, was Sie aber angesprochen haben gerade, dass diese normalen Menschen, die Arbeiter, ja, dass die nett sind und dass sie verstehen. Ich habe oft das Gefühl, dass diese Abgehobene, auch bei uns in Deutschland in der Politik, also dass diese Leute, die in der Politik sind, im Bundestag, ja, und ihre Gelder da kriegen, ganz einfach, nicht mehr, und die haben auch einen Fahrer und ihnen wird Essen gebracht und sie sind gar nicht mehr im richtigen Leben drin, ja, und gehen auf eine Demo, wo man eigentlich autofrei, auf eine autofreie Demo werden sie hingefahren mit dem Auto und dann denken wir auch mal, also was ist denn hier los? Das heißt, haben Abgeordnete vielleicht auch ein bisschen die Realität zum Boden verloren wie schaffen sie es immer noch auf dem Boden zu bleiben? Ja, ich bin halt keine geborene Politikerin. Ich will es mal so formulieren. Ich bin vor 10 Jahren der AfD beigetreten. Und selbst das war ein purer Akt der Selbstverteidigung. Ja? Das war Notwehr im Prinzip. Weil ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Ich meine, das ging ja nicht mit Covid los. Das hat ja viel früher schon alles begonnen. Ja. Also für mich, das war ein reiner Akt der Notwehr, mich dann der Partei auch, ich habe davon gehört und solche Ohren gekriegt, oh mein Gott, eurokritisch, EU-kritisch, was ist das denn? Ich hatte im Fernsehen davon gehört, ich habe Fernseher ausgeschaltet, recherchiert und noch in derselben Nacht habe ich einen Mitgliedsantrag bei der AfD gestellt, weil ich war so erleichtert, endlich wieder eine Partei gefunden zu haben, von der ich mich vertreten gesehen habe. Diese politische Heimatlosigkeit, die ich zwischenzeitlich verspürt hatte, ich hätte nie gedacht, dass mir das so zusetzt, aber das hat es. Einfach nicht mehr zu wissen, von wem man vertreten wird. Und also das war für mich schon schwer erträglich. Also wie gesagt, bin vor 10 Jahren dann wirklich auch erst in die Politik gegangen. Und ich behalte die Bodenhaftung einfach, indem ich eben auch immer zusehe, dass ich unter die Leute gehe. Ich sitze hier nicht bei irgendwelchen Bankiers mit, was weiß ich, was Schlips und Kragen und hat man nicht gesehen. Nein, ich gehe raus über die Straße und esse da in einem Restaurant, da sitze ich mit anderen Leuten auch manchmal an einem Tisch zusammen, weil relativ voll ist oder was. Ich gucke Also einfach. Politiker zum Anfassen, ja, also zum Anfassen sozusagen. Richtig. Denn was nutzt es, gewählte Repräsentanten zu haben, die sich nicht mehr trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen, weil sie das Volk so gegen sich aufgebracht haben, dass sie Möglichkeit um ihre Sicherheit fürchten müssen. Ja? So, diese Ängste habe ich nicht. Ich weiß natürlich, es gibt auch ein paar Spinner und ein paar Irre. Wir haben das jetzt gerade in Hessen, haben wir es ja erlebt. Da wurden ja Privatadressen der hessischen Listenkandidaten für die Landtagswahl wurden ja von der Antifa veröffentlicht. Da gab es auch Übergriffe. Ja. Also ich bin mir durchaus darüber im Klaren. Aber davon lasse ich mir doch mein Leben nicht diktieren. Dann haben sie doch gewonnen. Ja? Das wollen sie doch erreichen, mich in Angst und Schrecken zu versetzen. Und da erteile ich Ihnen eine ganz klare Absage, wird nicht gelingen. Ja, definitiv nicht. Also ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin wirklich so eine Tatkraft und dass Sie gesund bleiben. Und auch anhand, meine Beurteilung ist einfach, wenn Sie was wissen wollen, fahren Sie dahin, denn Sie waren auch in Lampedusa. Also wenn Ihnen eine Situation nicht ganz klar ist,
dann fahren sie dahin und gucken sich das an, reden mit den Leuten vor Ort und bilden Genau. sich dann eine Meinung. Genau. Frau Christine Andersen, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich würde gerne am Schluss noch von Ihnen vielleicht oder Sie fragen, was würden Sie gerne unseren deutschen Mitbürgern mitgeben, wie Sie sich der EU gegenüber oder auch den Parlamentariern gegenüber verhalten sollen? Sollen Sie mehr machen? Sollen Sie lieber nach Deutschland schreiben? Wo werden die Gesetze wirklich gemacht? Eher in Deutschland, eher in der EU? Wie sollen sich die Bürger verhalten? Bedauerlicherweise muss ich sagen, dass inzwischen fast 80% all der Gesetze, die im Bundestag verabschiedet werden müssen, aus der EU kommen. Wir haben hier, also werden vor Ort, wir machen das aber auch nicht. Das macht ja die EU-Kommission. Das ist ja das Interessante. Also die Art und Weise, wie die EU-Institutionen miteinander fungieren und wie die zusammenwirken, hat mit Demokratie und Gewaltenteilung nicht das Geringste zu tun. So. Wir sind auch kein Parlament. Jedenfalls nicht im Sinne eines Parlaments. Wir verabschieden Resolutionen, also Bittstellerbriefe an die EU-Kommission. Aber die EU-Kommission schlägt Gesetze vor, also EU-Verordnungen, und beschlossen werden die eigentlich im Ministerrat. Und der Ministerrat, das setzt sich zusammen aus den Mitgliedern der nationalen Exekutive. Also die nationale Exekutive ist die Legislative auf EU-Ebene. Ja? So, also wie gesagt, 80% wird praktisch hier auf den Weg gebracht und in Deutschland muss es dann eben, weil EU-Verordnung zwingend umgesetzt werden. So, ja, die Bürger, also allererste, was die Bürger machen sollten, endlich ihren blöden Fernseher ausschalten. Sie erfahren da nichts Neues. Sie ist nur Gaslighting, Manipulation. Sie werden nach Strich und Faden belogen. Sie kriegen das neueste Narrativ gedrückt, was jetzt gerade mal wieder in ist. Ausschalten. Also, wie gesagt, sie verpassen nichts, gar nichts. Dann haben sie vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit, sich wirklich mal mit Themen zu befassen, die nicht von der Regierung vorgegeben werden und wo dann schon gerade der richtige Standpunkt mitgeliefert wird. Ja, reden Sie mit Leuten, wenn Sie beim Einkaufen sind, an der Kasse. Werfen Sie einfach nur mal eine Frage auf. Müssen Sie gar nicht beantworten. Einfach nur mal gucken, ins Gespräch zu kommen. Und Sie werden überrascht sein, wie viele Leute tatsächlich auch Ihrer Meinung sind. Es nur nicht sagen, weil sie nicht so genau wissen, ob das jetzt vielleicht so günstig ist. Das kann man machen. Und dann natürlich, ja, rufen Sie Ihre Abgeordneten an, schreiben Sie Briefe. Und zwar unabhängig davon, ob die hier in Brüssel sitzen oder in Berlin. Und wenn ich sage, Briefe schreiben, also E-Mails geht natürlich auch, aber nehmen Sie keine vorgefertigten Texte. Ich meine, wir kriegen Hunderte von solchen die verschwinden alle sofort im Papierkorb. Da interessiert sich keiner dafür. Entwerfen Sie eigene Schreiben. Ändern Sie auch den Betreff jedes Mal. Aber schreiben Sie Hunderte von E-Mails. Jeden Tag, wenn es geht. Rufen Sie in deren Büros an. Sie müssen die regelrecht belästigen. Diesen Abgeordneten muss klar gemacht werden, dass sie nicht mehr wiedergewählt werden, wenn sie weiterhin diese Agenda verfolgen. Dann, erst dann, werden sie sich vielleicht besinnen und überlegen, von wem sie tatsächlich gewählt und bezahlt werden. Und möglicherweise dann auch im Sinne des Volkes handeln und agieren. Aber solange das nicht passiert, machen die genauso weiter, wie sie es bis jetzt gemacht haben. Ja, das sind doch gute Ratschläge. Also ich bin da ganz bei Ihnen. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ach, und ich wollte Ihnen noch gratulieren. Sie sind auf dem Platz 4 der Liste für 2024, um wieder im Europaparlament mit dabei zu sein. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, dass Sie auch diese politische Konstruktion jetzt ganz kurz mal zusammengefasst haben, weil es ist auch schwer für uns Journalisten, wirklich jedes kleine Thema auseinanderzunehmen. Wir reden zwar seit Jahren darüber, aber anscheinend müssen wir immer weiter wiederholen. Und ich hoffe, wir können uns
wenn es ein gewisses Thema gibt und auch wenn Sie ein dringendes Thema haben, können Sie sich gerne bei uns melden, auf Augenhöhe, in gegenseitigem Respekt miteinander zu sprechen. Ich denke, auch das muss überall noch mal etwas besser gemacht werden. Ich glaube, da haben wir die letzten Jahre alle etwas geschlafen. Ja, würde ich so nicht sagen. Also es ist unglaublich wichtig, die Arbeit der alternativen Medien und der alternativen Medienoutlets, die ist unglaublich wichtig, um einfach einen Gegenpol zu dem ja vorgefertigten politischen Narrativ der Mainstream-Medien zu haben. Das ist ungeheuer wichtig. Dürfen Sie denn ab und zu auch mit den Mainstream-Medien sprechen und Interviews geben? Werden Sie noch angefragt? Ja, aber das mache ich in der Regel nicht. Sehr gut. Die sind doch nicht daran interessiert, was ich zu sagen habe. Das Wir werden grundsätzlich nur damit konfrontiert, was irgendjemand aus meiner Partei gesagt haben soll. Und dazu soll man dann Stellung nehmen. Solange die Mainstream-Presse und die Mainstream-Medien nicht in der Lage sind, Fragen zu stellen und dann auch die Antwort einfach mal abzuwarten, ohne dass die und solange die an unserer politischen Sacharbeit nicht interessiert, dann das sind sie nicht. Sondern immer nur, was man glaubt, skandalisieren zu müssen, solange halte ich das auch nicht für nötig, mit denen zu sprechen. Nö. Warum? Vielen Dank und alles Gute. Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ja, das war's von uns heute mit der EU-Abgeordneten Christine Andersen. Ich fand das Gespräch sehr, sehr bereichernd. Ich finde es auch als einfach auch als Frau, muss ich sagen, einfach wichtig, dass wir so starke Frauen auch da haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie immer verbleibe ich mit den Worten, bleibt neugierig und bleibt Mensch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.